Freude. Dein Essen läuft aus. Anders erwarten wir, haben safe 30 Grad. Ich guck mal. Leute, wir gehen jetzt zurück in meinen Garten und melden uns da. Also ich gehe jetzt dorthin und kaufe meine Suppe, weil ich langsam Hunger habe. Ich auch. Macht uns auch Hunger. Wie schon abgeklärt, kochen machen wir gemeinsam. Das war ja letztens, damals bei Zimmer genauso. Und ja, Finn, gehst du mit? Nach Hause. Okay, Finn muss nach Hause, weil Finn hat ja eigentlich keine Zeit gehabt, deswegen war er nur für eine Stunde oder zwei hier. Sagt Finn jetzt tschüss. Jetzt sind ich und Machbot nur noch alleine. Ja. Würde ich sagen, sehen wir oder uns beim Feuerlager. Seht ihr Machmut beim Feuer machen? Ja. Weil ihr wisst ja, getrennt. Und dann, wir werden sehen. Freut euch und wartet ab. Wir sind wieder zu Hause. Beim Garten, bei mir hier nur kochen dürfen. Ich werde jetzt meine Hose ausziehen. Ich kann die hier so trennen als kurze Hose, weil ich habe mega warm. Werde ich jetzt auch machen und dann sehen wir uns an beim Kochen. Und ja. Und ich hole gerade die Steine, um meinen Gaskocher draufzustellen. Ich muss gerade dahin rollen. Alter, ist das viel Arbeit. Alter. Junge. Alter. Leute, ich mache jetzt hier, fange an zu kochen, weil das mit dem Feuer wird nichts mehr machen. Man kriegt keine einzige Funke an. Also keine einzige Flamme an. Und ich werde jetzt anfangen zu kochen. Wenn das macht mit dem Feuer nicht klappt, koche ich natürlich was mit. Und Robin gerade nimmt zu mir so, du wirst ja vorher nicht anbekommen. Was habe ich denn gerade geschafft? Das unmöglich möglich gemacht. Ich habe schon gegessen. Ja, der hat schon gegessen. Ja. Ja gut, glaube ich, sieht auf jeden Fall. Mein Feuer brennt, das ist unser Lagerfeuer. Und gleichzeitig da werde ich mein Essen. Aber Leute, kochen. Wir müssen das bis heute Abend anbehalten, weil wir wollen ja heute Abend, wenn wir schlafen gehen, warm haben. Das funktioniert nicht. Ich bin mir sicher. Also Leute, wir holen jetzt gerade Feuerholz für unser Lagerfeuer. Perfekt, das ist angeschraubt, würde ich sagen. Ich hole Holz. Das hier würde reichen. Oder zwei, dann reicht auch. Mal zwei Balken. Ich hole einen und du holst einen. Ja, das singen wir mal dort, weil... Trag es auf der Schulter. Okay. Alter. Wir kürzen jetzt mit den Sägen unser Holz. Ich lasse es für euch mal in Timelapse laufen. La 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 la. Hallo? Top, 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 da, 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 da. La, 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 la. Ich mache jetzt mal mit, wie ich hier mein Essen mache. Und dann bekommt ihr mal wieder eine Perspektive vom lieben Mahmoud, der gerade sein Feuer anbekommen hat. Ja, mit dem du gerade. Wo habe ich denn meine Suppe? Ist meine Suppe bei dir drin? Ja, oder? Nein. Muss? Nein. Doch, also ich habe meine Suppe nicht hier drin. Ich habe deine auch nicht. Warte mal. Wenn du willst, kannst du was mitkochen. Nee. Mhm. Doch, du hast meine Suppe, weil ich habe heute Morgen in meinem Zimmer gesagt, du musst die holen, weil es bei mir nicht mehr reinpasst. Ich habe das bei dir eingepackt. Sag mal nicht, du hast deine Suppe vergessen. Die ist bei dir drin. Glaub mir. Das gibt auf jeden Fall aber... Leute, ich habe heute Morgen meine Suppe vergessen, also habe ich jetzt machen und seine gegeben.
Deswegen. Aber es gibt Minuspunkte, ne? Ja, er bekommt natürlich morgen eine von mir. Und ja. Würde ich sagen, koche ich jetzt mal und dann bekommt er mal eine Perspektive wieder vom lieben Mahmud. Bis dann. Also bei mir köche ich die Suppe. Heißt, gleich gibt's Essen. Und ja, ciao. Freunde, mein Essen ist fertig und ich esse jetzt. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Ciao. Also gönnt euch das mal. Machen wir es halt noch. Kein Essen, aber der muss ja erstmal sein Feuer kümmern. Oh, geil. Habe die Zunge verbrannt. Kann man essen. Leute, sein Essen läuft aus. Hier. Hier. Zwei Löcher. Rein. Noch rein. Ja, wie soll ich filmen doch gerade? Was ist heiß? Alter. Shit. Ich guck. Heiß! Mein Arm, mein Arm. Du Hund, Digga, mein Arm, Digga. Ah! Digga. Ich hab mich schon zehnmal verbrannt oder sowas. Welche Löffel war das sein? Von den zwei? Hä? Welche Löffel war jetzt deiner? Das hier. Guck mal, deiner ist ein bisschen breiter. Egal, Junge. Ich guck auf so auf den Tisch. Das war meiner? Ja, das war deiner. Ah, nee. Das ist. Hä? Ja, das ist meiner. Das ist deiner. Alter. Junge, ich guck so auf den Tisch. Da ist eine Flüssigkeit. Ich denk. Das hier läuft aus. Junge, ich guck direkt da. Ich sehe zwei Löcher drin. Leute, ihr seht ein bisschen nass. Wir haben uns gerade was gemacht. Es ist anders erwartet. Wir haben safe 30 Grad. Ich guck mal jetzt gerade. Ich kann mal gleich im Bild einblenden. Mahmud hat gerade eben anders da gefilmt. Ja. Deswegen habt ihr nicht gesehen, ich habe meine Hosenbeine abgemacht, weil es so heiß ist. Ihr seht hier. Ja. Hier nochmal eingeblendet bei der Aufnahme. Wir haben 23 Grad, es ist so heiß. Meine Hose ist so dick, weil sie robust ist. Deswegen ist sie so heiß. Ja, ihr seht, wir sind komplett nass. Mein Vater macht morgen den Pool auf. Das heißt, wir können morgen am Ende des Tages in den Pool ins eiskalte Wasser springen. Das ist erfrischend. Würde ich sagen, sehen wir uns nachher, bevor wir ins Bett gehen. Ciao. Hey Leute, ich trinke jetzt gerade Y-Food. Also an alle, die es nicht wissen, das ist jetzt nach des Dreh. Also erstmal, wir kommen zu Folge 2. Ja. Das ist das Y-Food. Y-Food ist eine Trinkmahlzeit, das ist keine Werbung, ich werde davon nicht bezahlt. Trinke ich einfach sau gerne, macht satt. Und ja. Machen wir uns jetzt nachher auch noch probieren. Ja. Wie gesagt, ich trinke schon vor lange. Ist aber lecker und macht satt. Kann ich nur jedem weiterempfehlen. Aber hier steht nirgends noch was von Kalorien. Schade. Vitamin steht hier, Vitamin A, Vitamin C. Fett. 21% Fett. Jo. Schon ein bisschen viel. Keine Werbung an der Stelle schon wieder. Und Zucker haben wir 22%. Krass. Man sieht's nicht. Egal, das könnt ihr auch bei Google sehen. Ja. Ja. Auf jeden Fall etwas viel, aber auch nicht zu viel. Also macht auf jeden Fall satt. Ja. Ist übrigens auch sehr cremig. Leute, die Sonne ist untergegangen. Wir werden jetzt mal unsere Sachen aufräumen.
Und dann werden wir da oben unser Nachtlager aufschlagen. Das heißt, Isomatte, Schlafsack bei Mahmoud seinem Fall. Nur eine Decke? Eine Decke. Hast du keine Isomatte dabei oder irgendwas zum drauflegen? Ich hab doch gesagt, nur 5 Gegenstände. Ich bin eh ein Mann. Mahmoud liegt auf dem harten Boden. Ja, ich kann auch auf dem Trampolin schlafen. Aber das in der Wildnis findest du auch kein Trampolin zu liegen. Nein, da schaffe ich doch auf dem harten Boden. Mahmoud schläft also heute Abend hart und kalt. Ja, aber neben Lagerfeuer. Wir haben noch Lagerfeuer. Ja, aber ich wollte da oben auf dem Holz schlafen. Ja, das ist jetzt was anderes. Egal, eine harte Nacht ist nicht schlimm. Er wird leiden, sagen wir es so. Ihr seht's ja. Ihr werdet sehen. Ich bin aufgeregt. Guck mal, ich bin gleich mal. Der hat das mit dem Messer vom Feuerstein auch. Der Profi, Digga. Also der hat am heutigen Tag sehr viel gelernt. Was heißt denn gelernt? Ich konnte schon vieles. Aber ich habe dir auch sehr viele Sachen beigebracht. Zum Beispiel, wie man Gaskocher bedient, wie man Feuerstein bedient, oder? Oder wie man... Ja, sonst nichts. Ja. Oder wie man eine GoPro bedient. Das auch. Gut, davon abgesehen, die GoPro habe ich auch erst seit 3 Tagen. Und ja, also von daher, ich weiß auch noch alles, was die GoPro kann. Das wird immer dunkler, es wird immer kälter. Machen wir jetzt das Feuer an. Aber ich werde jetzt, unten alles aufbauen für mein Lager. Also Isomatte und so. Wenn wir diese Nacht auch überleben. Mein Schlafsack wird nachher so nach Rauch riechen, aber das ist mir gerade egal. Hauptsache die Wald. Ich baue mal auf. Ach so. Okay. Mal gucken, ob hier nirgendwo Steine sind oder irgendwas Hartes. Ja, hier haben wir schon ein Problem. Matsch. Hier, muss ich. Bei mir ist es perfekt. Jetzt ist es zu nah am Feuer. Ja, hier schlafen wir. Mann, ich würde mein Lager auch noch langsam aufbauen. Ich brauche nur eine Decke. Ja, stimmt. Willst du wirklich so auf dem Boden schlafen? Ja. Nicht irgendwas unterlegen oder so? Nein. Es wird warm. Ich habe eine lange Hose. Wenn, dann mache ich die Decke unter mir. Dann schlafe ich ohne Decke. Ohne Decke willst du schlafen? Ja, ich will schlafen. Wird aber heute Nacht auch immer mal ausgehen. Das will ich jetzt nicht glauben. Ja gut, wir haben so viel aufgelegt. Also, das Feuer brennt jetzt von alleine. Also wenn ich jetzt noch eine Schippe drauflege, dann wird es sogar noch... Haben wir die hier fest? Hä? Am Griff haben wir wieder was fest? Danke. Ach ja. Ich liebe es einfach. Das ist der 100 Follower Special. Eigentlich. Guck mal, ich bin. Guck mal, Robin. Einmal so an der Ex vorbei. Guck mal. Einfach nur einmal an mich vorbei gelaufen. Sag's. So, Stöpsel. Für. Pustest du das auf? Muss ich ja. Okay, da ist noch ein bisschen Luft mit Tim von Trim noch drin.
Ich mache jetzt mal Kamera aus, kann nämlich etwas länger dauern. So, mal runter, Mahmoud. Mal runter. Warte, ich werde hier, juck mich nicht. Auf Punkt. Weg. Bisschen weiter zurück, ich habe Angst wegen der Hitze. Ah. Oh, das ist schön. Ich hab mich voll. Was sag mal. Was macht man? Nur durch einen Stein. Okay. In meinen Packsack von meinem Schlafsack, von meinem. Meine Isomatte mache ich gern meine Jacke oder in dem Fall meine Beine rein. Als kleines Kopfkissen. Ja, die Scheiße brennt bis morgens, Digga. So. Mein Kissen, ihr wisst Bescheid, wie ich das immer mache. Doch ein bisschen zurück, ich habe wirklich Angst wegen der Hitze. Ich werde hier schlafen. So. Puh, es ist frisch, oder? Ja, wir haben wirklich so Hahn gehabt. So. Wie immer, Schlafsack direkt schon hinlegen, dass er sich aufpusteln kann. Es ist kalt. Ich weiß gar nicht, was denn los ist. Wir müssen lassen das Feuer jetzt abbrennen, weil sonst wird es zu krass. So Leute, Schlafsäcke sind komplett aufgepackt. Wir haben uns doch entschieden, auf dem Trampolin zu schlafen, weil dann kommt nicht so viel. Leute, wir gehen jetzt ins Bett. Da liegt Mahmoud, da liegt ich. Würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh oder heute Nacht. Gute Nacht, Leute. Ciao. Leute, da oben im Turm haben wir Licht angelassen. Ich bin in meinem Schlafsack drin. Und da würde ich sagen, gute Nacht. Digga. Ich weiß nicht, wie viele wir haben. Ich bin einfach jetzt aufgestanden. Robben. Chef auch. Robben. Es ist so kalt. Robben. Zimmer. Wo ist denn die Kopflampe? Die Kamera an. Ja, mach die Kopflampe an. Alter. Ich bin voll müde, Mann. Mach mal weißes Licht. Ich sehe gar nichts. Oder auf der Kamera sieht man nichts. Ja, gib mal die Kamera. Gib mal das Licht. Ich zeig mal. Gib mal die Kamera, ja? Warte, guck mal. Hier ist ja das Trampolin, ne? Komm, schläft gegenüber mir. Ich schlaf hier, ne? Die ganze Zeit dort aus dieser Hütte kommen Geräusche raus. Gerade dem kam der Hund vom Nachbar, der hat Robben erschrocken, hat ihm erzählt. Ja, ich war, ich muss euch vorstellen. Alter, sieht ihr das? Nein. Oh, ja, doch. Es kommt, ja. Ich konnte eben nicht einschlafen. Bin dann noch eingepennt und dann kam der Hund, bin ich direkt wieder wach geworden. Alter, es ist. Alter, ich guck mal, wie viel Uhr wir haben. Du wackelst die ganze Zeit das Trampolin, Mann. Hör mal auf. Handy wieder verloren. Schon das zweite Mal. Mach mal Cut. Ja, ich mach Cut. Also das kannst du später machen. Hier ist mein Handy. Ich weiß es nicht. Ich check die Welt nicht mehr. Das kann jetzt nicht sein, dass du dein Handy in deinen Schlafsack verloren hast. Die Gasche ist drauf, mir ist kalt. Ich werde so krank. Weiter. Leute, wir haben einfach 0 Uhr 39. Warte. Gib mal Kamera. Die Nacht so kalt, Digga. Wir haben wirklich 0 Uhr 39. Hier steht's. So. 0:39, also. Ich hab sogar einen Rücken an meine Füße dran. Also, da seht ihr das? Mein Schlafsack ist einfach. Der ist nass. Nass?
Und jetzt weiß ich auch warum meine Füße da so kalt sind. Rom hat, er hat eine Isomatte unter sich. Ich habe keine Isomatte unter mir. Zeig mir deine Isomatte, Rom. Ja, ich hab Isomatte. Zeig mir unter mir. Und. Der hat gar nichts. Ja. Alter, meine Hände sind komplett feucht. Ich habe einen Winterschlafsack, was hat der? Einen Sommerschlafsack. Und ich friere hier für Kälte ein, der hat's warm. Oh mein Gott. Ja, du bist ja. Ja, ich sehen wir uns morgens. Würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht. Es ist gerade früh. Ich weiß nicht, wie viel wir haben. Aber kaum schläft. Ja, ich hätte immer noch die Kopfnahme von gestern an. Robin. Robin. Steh auf. Ich boss ihn. Was denn? Oh. Mach die Kamera aus. Ne. Steh auf. Oh. Ja. Leute, wir haben gut geschlafen. Wir haben euch ja um 0 Uhr haben ja euch Hallo gesagt. Ich bin bis 1 Uhr nicht eingeschlafen. Aber dann bin ich irgendwann eingepennt. Und ja. Würde ich sagen, sehen wir uns beim Aufstehen und beim Frühstück kochen. Bis dann. Hey, Leute, ich habe zum Schlafen hatte ich eine Jogginghose an, wo die wärmer ist und ich bin jetzt hier im Schlüpfer und hier habe meine Isomatte als hat meine normale Hose als Kopfkissen benutzt und ja. Alter, ich stehe ja gerade nur im Schlüpfer, ey. Alter. Oh, Alter, ist die Hose kalt. Alter, ist das kalt. Alter, ist die Hose kalt. Och, Digga. Boah. Warum so kalt, Mann? Alter. Junge. So, jetzt machen wir Frühstück, Junge. Alter, ist das kalt, Mann. Leute, der Gaskocher ist gerade eben. Ist das einfach gebrannt hier? Ja, der hat gebrannt. Hier ist es geschmolzen. Wie ist so nah, Digga? Hier macht man sein Spiegelei. Hier ist ich mein Ei. War auf jeden Fall Schock. Ein Schock. Ich habe mich erschrocken. Aber ja, gut. So, Feuer brennt wieder, Leute. Fällt ein bisschen Wärme. Mahmoud macht gerade Feuerholz. Ja. Dass das Feuer natürlich auch anbleibt, weil wir sind immer nachlegen. Wir haben hier extra so Holzlager. Hat mein Vater schon seit Ewigkeiten. Hier hinten und. Oh, leck. Mahmoud wird warm. Er wird dann auch kalt. Die Sonne kommt hoch. Was denn? Mach mal. Ja.